Ich habe mich da nicht viel reingearbeitet, aber ich verfolge ich versuche das so zu machen, dass man so wenig wie möglich Zusatzsachen nimmt, ja, auch wenn sie vielleicht gut sind. Wenn man gesund ist und gesund, dann muss man das nicht noch alles nehmen, um noch gesünder zu sein als gesund, das geht gar nicht mehr. Ja? Zeolit wird gesagt, dass es Schwermetalle bindet, und alle Zeolit-Studien, die gemacht wurden, ist, man hat ein Glas in einem relativ sauren Milieu, macht da Schwermetall rein, macht Zeolit rein, Zeolit bindet alles. Ja? Aber das Problem ist, man hat es nie an Menschen getestet, und Zeolit hat keine Selektivität, also in einer Studie hier. Wenn ihr zum Beispiel Quecksilber mit Zeolit ausleiten wollt, das könnt ihr nicht machen, weil er wird erstmal die guten Metalle auf die ihr braucht, ausleiten und dann alles andere. Deswegen würde ich damit eher vorsichtig sein. Über Zeolit habe ich noch am meisten gehört von allem. Zeolit ist aber einfach ein mikroporöses Material, also es besteht aus Silizium und Aluminiumoxid. Alternativ kannst du genauso Aktivkohle nehmen. Aktivkohle ist ja auch mikroporös und es bindet genauso wie Schwermetalle und Schadstoffe, die klein genug sind, um in diese Poren reinzupassen. Mhm, okay. Also da muss man nicht unbedingt Zeolit nehmen, weil Lithiumoxid und Aluminiumoxid, ich weiß nicht, ob du das in deinem Körper haben willst. Deswegen auch die Aktivkohlefilter in den Wasserfiltern, ne? Genau, ja. Die filtern die Schwermetalle aus dem Wasser. Und da habe ich mich erst gedacht. Mhm. Also wie gesagt, MSM und anorganischer Schwefel. Grundsätzlich, warum diese Sachen helfen, ist vielleicht, weil wir nicht genug Schwefel durch unsere Ernährung zu euch nehmen, weil Schwefel grundsätzlich ist wichtig, weil Schwefel Wasserstoff drücken, und Schwefel ist in anderen Sachen ziemlich wichtig. Ja? Und MSM ist organischer Schwefel und anorganischer Schwefel. Ich habe vieles gehört, anorganischer Schwefel niemals überdosieren, muss man ganz wenig nehmen, kann Darm helfen sein, aber sehr vorsichtig. Kann ich nicht viel dazu sagen, aber die nächsten beiden Sachen, die sind eigentlich gute Sachen. Ja, Traub-OPC und Anthracin, das sind Antioxidantien, ziemlich starke. Aber ich meine Meinung ist, wenn es euch gut geht, braucht ihr sie nicht. Ja, die werden, das eine ist Traubenkernextrakt, das andere ist aus so einer Pflanze, Wurzel, fragt mich nicht. Aber das sind sehr, sehr gute und starke Antioxidantien. Und bei Krebs oder sonst was helfen sie Wunder. Aber wenn ihr gesund seid, ich würde jetzt einen gesunden Körper nicht noch einfach so zusätzlich, weil es ein Wundermittel ist oder das hilft gegen irgendwas. Und Chiasamen, wie gesagt, das gleiche, was ich bei Leinsamen gesagt habe, ist jetzt das neue Superfood, kommt nach Europa, Chiasamen, nimmt es alle, wunderbar. Das Problem ist halt, wie gesagt, wenn ihr das nicht wisst, es wird nur die Omega-3-Fettsäure, werden nur zu 5% umgewandelt, habe ich schon erzählt. Ja? Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das macht, ob ihr das spoten sollt oder sonst was, dann nehmt sie zu euch und ihr verdaut sie nicht, ihr nehmt die Nährstoffe nicht auf. Ja? Noch eine Liste mit guten Lebensmitteln, ja, zum Schluss, rote Beete ist sehr, sehr gut, also ihr werdet dann sogar rot pissen, und dieses rote sekundäre Pflanzenstoff kann Gifte binden und ziemlich schnell aus eurem Körper ausleiten. Nehmt irgendwas, einen Ersatz für Gluten, Buchweizen, Quinoa, Amaranth oder andere Sachen, die kein Gluten enthalten, das ist ziemlich wichtig. Ja. Brokkoli ist eigentlich das beste Gemüse, also Brokkoli ist, da ist so viel drin, das ist unfassbar. Ja, Brokkoli ist super, aber auch Grünkohl oder Spinat oder anderes Grüngemüse, fantastisch. Beeren sind super gesund. Man versucht halt die Wildsorten, nicht diese hochgezüchteten, super aussehenden, die haben fast gar keine Nährstoffe. Wildheidelbeeren oder Goji-Beeren weiß ich nicht sehr viel, aber ich habe das in ein paar Videos gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie gut sind, aber man sagt, sie sind nährstoffreich und so weiter. Aber insgesamt Wildbeeren, ja, Himbeeren, Wildheidelbeeren. Die Avocado ist ziemlich gesund, ja, weil sie sehr viele einfache ungesättigte Fettsäuren hat. Ingwer wird desinfizierend, so ein Ingwertee kann manchmal Wunder wirken. Die Süßkartoffel soll ganz schön gut sein. Das ist ja auch keine Kartoffel. Ja. Ihr sollt bloß immer aufpassen, wo sie herkommt. Wenn sie aus den USA herkommt, dann würde ich da, und sogar nicht Bio ist, würde ich dir ja nicht zugreifen. Weil die machen da Fracking und sonst was, ob das dann gut ist, weiß ich nicht. Aber Süßkartoffeln grundsätzlich haben sehr andere Wirkungsweise als die normale Kartoffeln, die sind sehr gesund. Normalerweise auch Wildlachs, ja, wenn ihr wüsstet, dass der Wildlachs in einem Meer war, wo alles super ist und ihr Fisch esst, dann ist Lachs, Wildlachs eigentlich auch mit einer der besten Lebensmittel, die ihr euch vorstellen könnt. Nüsse eher wenig, habe ich euch erzählt warum, also eher so eine Handvoll pro Tag maximal. Und dann Paranüsse für Selenbedarf, vielleicht Walnüsse, wer will, Omega-3-Fettsäure.
Nehmt Früchte mit kleineren Schalen. Ja? Also das heißt, wenn ihr Tomaten habt, Riesentomaten oder fünf kleine Tomaten, nehmt die kleinen, weil die meisten Vitamine sind immer in der Schale und ist die gleiche Fläche mit mehr Oberfläche. Das heißt, ihr habt mehr von der Frucht. Ja? Das ist meistens auch teurer. Und nehmt alles in Rot. Ja? Nehmt rote oder lilane Möhren, nehmt rote Zwiebeln statt weißen Salatblätter, wenn ihr seht, dass die nicht mehr grün sind, sondern rot werden. Das heißt, die sekundären Pflanzenstoffe in diesen Pflanzen sind unglaublich stark. Ja, diese Antioxidantien, diese Stoffe, die eine gute Wirkung auf uns haben, sind ziemlich gut. Was ist jetzt gegen die Kartoffeln? Also meine Süßkartoffeln kommen anders als Kartoffeln, deswegen sind sie gut, aber was ist... Die haben andere Wirkungen, einfach mehr Wirkung und mehr Stoffe. Das ist noch speziell, weil das ist keine Kartoffel eigentlich. Eine Süßkartoffel ist eigentlich keine Kartoffel. Ja, das habe ich auch schon. Was sind Kartoffeln schlecht, wenn ich frage? Nein. Ist nicht schlecht. Nein, Kartoffeln sind nicht schlecht. Kartoffeln, müsst ihr aufpassen, die darf man nicht roh essen. Heute Pommes. Die Kartoffeln an der Pommes ist mit Fett lieber so. Die darf man nicht roh essen, weil die haben da... Ja, das würde ich nicht machen. Ja. Und Zusammenfassung nochmal, ganz kurz, was ich so aus beiden... Stimmt, was sagt Knoblauch? Knoblauch ist gut, ja. Knoblauch ist so, dass der Wirkstoff, wenn du ihn erhitzt, ist er völlig weg. Das heißt, wenn du ihn frisch ist, roh ist, ist gut. Wenn du ihn erhitzt, ist er komplett weg. Bei Zwiebeln ist es zum Beispiel so, Quercetin... Also, Entschuldigung, nochmal, ich unterbreche. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Knoblauch generell, wenn er gekocht ist oder gegart, bringt dann gar nichts mehr. Gar also kannst du auch nur noch weglassen. Ja. Was ist denn der Wirkstoff? Antizin oder so. Geschmack oder so. Der ist detoxisch und ziemlich gut. Also kannst man lesen. Ich hab's jetzt nicht parat, aber das ist ziemlich gut. Antioxidativ und der ist ziemlich, also ist ziemlich gesund. Und zum Beispiel bei Zwiebeln ist das Gegenteil. Zwiebel kannst du frittieren, flambieren. Quercetin ist der Wirkstoff. Dem passiert fast gar nichts. Also da ist fast gar kein Verlust. Ob du Zwiebel frisch hast oder Zwiebel gebacken oder sonst was, es macht fast gar keinen Unterschied. Ja. Ist noch 2 Minuten. Ja, ich weiß, ich stehe auf nur. Schüttel mich. Also zusammenfassend, ja. Keine fertigen Lebensmittel. Also ihr müsst euch vorstellen, alle Lebensmittel, für die Werbung gemacht wird im Fernsehen, ja, ihr könnt gleich sagen, es ist Dreck. Ja, warum? Weil wenn du ein hochwertiges Produkt hast und viel Werbung dafür machst, dann kannst du keinen großen Gewinn machen. Wenn du Dreck, also ein billiges Produkt, Werbung machst und das wird viel verkauft, dann kannst du damit viel Geld machen. Deswegen alles aus der Werbung könnt ihr vielleicht aus dem Kopf eigentlich. Viel Gemüse, ja, also viele Ballaststoffe, kommt auf über 30 Gramm pro Tag, vielleicht sogar mehr. Schaltet Stresslevel niedrig, macht viel Sport, damit könnt ihr das Stresslevel niedrig halten. Atemübungen, Meditation ist ganz gut, ja. Trockenfasten, morgens oder abends lange, so eine Phase. Sehr wenig bis gar kein Fruchtzucker. Ja, also Früchte kann man noch ein bisschen essen, aber auch nicht zu viel. Nicht von Vitamin D mit K2 und Magnesium, Jod, Selen, Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis achten. Ja, vielleicht Fasten. Bewusste Ernährung und nicht auf die Kilokalorien achten. Ja, wenn ihr die Nährstoffe abgesetzt habt, wenn ihr euch bewusst ernährt, irgendwann merkt ihr, wann ihr Hunger habt und wann ihr zu wenig habt, dann sagt es euch euer Körper. Und dann isst ihr nicht, weil ihr Bock habt oder weil ihr naschen wollt, sondern ihr wisst einfach, wann ihr jetzt was zu euch nehmen müsst. Ja? Und deswegen sind diese Kilokalorienzählen, das hat mit dem Gewicht nichts zu tun. Ja? Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit der Leute, die 2 volle Hälften ausgehalten haben. 200 Folien. Knapp 200 Folien. Ja, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen und setzt so ein bisschen was um. Ihr könnt noch nachlesen, recherchieren, könnt ihr gerne machen. Und dann könnt ihr mal gucken. Danke. Danke.